Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Was ich euch heute mal vorstellen möchte, ist die Futaba T8J umzubauen auf den Modus der automatischen Mittelstellung des Gashebels. Ist für viele Copterpiloten interessant, gerade im Speziellen welche die NASA V2, V1 oder die M-Lite zum Beispiel benutzen. Ist hier so bei der Futaba gelöst, dass er aktuell, ich denke, man hört es auch dann gleich, diesen Rastmechanismus hat. Diesen nehmen wir jetzt einfach mit raus. Ist eine ganz einfache Geschichte, sind ein paar Schrauben, ihr werdet es gleich sehen und danach geht das Ganze automatisch. Alles klar, legen wir los. Gut, wir drehen das Ganze mal mit um, entfernen die vier Schrauben, 1, 2, 3 und 4, hier unten dann. Ist natürlich immer so eine Sache, man muss da ein bisschen gucken, zwecks Garantie sieht das natürlich der Hersteller nicht wirklich ganz so gern. Andererseits, ja gut, was wollen wir schon viel kaputt machen dann? Gut, also dann öffnen wir die Schrauben. Da sollte man dann natürlich auch gucken, dass man soweit halbwegs einen guten Schraubenzieher benutzt. Mehr braucht man auch für den ganzen Umbau nicht. Dass man da die Köpfe im blödesten Fall nicht rund macht. Schauen wir mal, nehmen wir das noch kurz mit raus. Gut, unten ist es offen. Dann machen wir das Ganze nochmal oben mit. Da auf keinen Fall Gewalt anwenden, lieber 1-2 Runden mehr drehen. Und schon weiß man, dass es auf jeden Fall sicher funktionieren wird und nichts dabei zerstört wird. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Jetzt haben wir es doch schon fast. Gut, eine einzige haben wir jetzt noch. Gut. So. Na, ein bisschen störrisch. Jawohl, so. Also, das heißt, wir haben jetzt das Ganze freigelegt. Um was es sich effektiv dreht, ist hier diese Plastikplatte. Ist nochmals mit zwei Schrauben befestigt. Hier unten ist eben dieser, ich nenne ihn mal Rastarm oder Raster letztendlich, der diesen automatischen Rücksprung auf diese 50% Position verhindert. Das Ganze werden wir jetzt rausnehmen. So, genau. Schraube Nummer 1 ist dann soweit draußen. Schraube Nummer 2 jetzt auch. Wie man hier sieht, das ist praktisch gesagt dieser Steller letztendlich, den wir jetzt dann aber nicht mehr brauchen. Natürlich würde ich das Ganze aufheben, sollte man die Funke später mal wieder verkaufen, macht es dann natürlich schon Sinn. Gut, wir setzen das Ganze wieder zusammen. War jetzt eigentlich nämlich auch schon wirklich dieser schwere Umbau, ist dann damit auch schon erledigt. Das Ganze mal noch hier so wieder anständig und schön zusammenbauen. Was ich natürlich empfehlen werde oder empfehle ist, generell verarbeiten in der Fernsteuerung selber, dass der Akku entnommen wird. Das heißt nicht, dass man da im blödesten Fall, auch wenn es jetzt hier nicht wirklich möglich gewesen wäre, einen Kurzschluss produzieren, ist was, was man natürlich nicht gern haben möchte. Deswegen Akku rausnehmen, generell bei allen Elektroarbeiten, dann ist man da auf der absolut sicheren Seite. Okay, die letzte und vierte Schraube noch mit festgedreht. Die Funke sieht natürlich aus wie vorher, nur eben jetzt mit dem Unterschied, dass ich meine automatische Mittelstellung habe auf Gas. Sprich, die Funke ist auch im Modus 2 aufgebaut, das heißt, ich habe links mein Gas und somit ist der Umbau dann fertig. Als kleine Randbemerkung noch ist anzumerken, dass wenn man die Funke einschaltet, er eine Warnmeldung bringt, in der es heißt, im Speziellen, dass der Throttle, also sprich der Gasregler, einen zu hohen Wert hat. Der kann einfach übersprungen werden, indem er einmal nach unten geht. Die Funke läuft normal weiter, denn die Funke denkt, ist speziell konzipiert worden für Flächenflieger.
denkt, okay, wenn jetzt jemand seinen Flächenflieger zusammenstellt, hat Mittelstellung, geht der ein oder andere Flächenflieger dann schon mal auf die Reise. Beim Copter im Speziellen eben mit der NASA Light oder mit der NASA generell als Flight Controller passiert hier nichts. Ja, das war es soweit zum Umbau. Wenn es Fragen geben sollte, einfach unten reinschreiben, werde ich dann natürlich schnellstmöglich beantworten. Wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben. Und ja, dann wünsche ich euch allen einen guten Flug und ich denke, man hört und sieht sich dann wieder auf YouTube. Vielen Dank. Tschüss.